Randy, du brauchst unbedingt eine Frau in deinem Leben. Und das höre ich tatsächlich nicht nur aus der Community, das höre ich auch so ganz oft. Aber ich weiß es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich total dagegen wehre, eine neue Partnerin zu finden. Im Gegenteil, ich war ja schon ein paar Monate auf verschiedenen Dating-Apps unterwegs und habe mich auch das ein oder andere Mal mit jemandem getroffen. Es hat aber bisher einfach nie gepasst, weil mein Leben sehr, sehr schwierig ist. Da jemanden zu finden, der bereit ist, das mit allen Ecken und Kanten zu akzeptieren, das habe ich bisher nicht geschafft. Ich muss jetzt aber auch ganz, ganz ehrlich zugeben, ich war noch nie jemand, der sein eigenes persönliches Glück von einer Beziehung abhängig gemacht hat. Und ich glaube auch heute noch nicht daran, dass nur weil ich jetzt einen Partner finde, ich mega glücklicher werde in meinem Leben. Denn mein Leben ist einfach gut. Und trotzdem wäre es natürlich schön, das Ganze noch mit jemandem zu teilen. Ich habe aber irgendwie keine Lust, wieder zurück auf Tinder, Bumble und Hinge zu gehen. Vielleicht versuche ich es ja mal mit Parship, für die habe ich zuletzt nämlich sogar ein paar Videos gedreht, wie das Datingleben als alleinerziehender Papa so ist. Oder vielleicht habt ihr noch den ein oder anderen Tipp für mich, was ich probieren könnte. Aber schreibt bitte nicht in die Kommentare, geht da und dahin, weil dafür habe ich einfach keine Zeit, Leute. Also, falls ihr an zukünftigen Dating-Erfahrungen teilhaben wollt, macht gern das Plus weg. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch andere Ideen für mich habt. Aber eins kann ich auf jeden Fall versprechen. Selbst wenn ich eine neue Partnerin habe, meine beiden Jungs würden immer an erster Stelle bei mir stehen und das bleibt.